Davidson. Sitze ich auf meiner Harley Davidson, brauche ich niemanden mehr. Kenne ich niemanden mehr. Ich gebe Gas und schon bin ich nicht mehr auf dieser Erde. Vielleicht bin ich auf dem Weg zum Paradies. Aber es ist wie in einem Höllenzug. Die Welt des Autos. Welt des Mannes, Welt der Jugend. Sie will die Welt verändern. Wie sieht das Auto deiner Träume aus? Tja, ein Auto muss für mich Geschwindigkeit, Ästhetik und Sicherheit mitbringen. Nur dann ist es jung. Eins? Viele muss man haben. Viele, wie bunte Sommerkleider. Das Auto meiner Träume ist ein Auto, das sich jeder leisten kann. Nennen wir es das sozialistische Auto, ohne jeden Komfort. Es muss praktisch sein. Auto soll nicht Wohlstandssymbol sein, sondern Auto soll ein Ding der Fortbewegung sein, das sich jeder leisten kann. Am liebsten würde ich viele Wagen haben, damit jeder Wagen mit jedem Kleid passt. Sonst ist mir das Übrige vollkommen unwichtig. Mein Wagen müsste erstmal den Sicherheitsbestimmungen entsprechen. Und in zweiter Linie würde Komfort kommen und Geschwindigkeit. Ein Auto interessiert mich nicht besonders. Aber wenn, dann müsste es brutal sein. Er müsste 180, 200 fahren, eine wahnsinnig schnelle Beschleunigung, um den Sicherheitsfaktor zu erhöhen, um irgendwelche Gegenstände aus dem Wege zu fahren. Ich kann mich nie festlegen. Und wenn, gibt es schon wieder andere. Vor allem Sicherheit und Komfort. Die Farbe ist unwichtig. Geschwindigkeit egal. Ein Auto begeistert mich nur, wenn seine Form außergewöhnlich ist. Ein bisschen mysteriös. Ein Auto muss irritieren. Am liebsten würde ich es selbst entwerfen. Wir alle wollen die Welt verändern. Der Reiz des Alten belebt das Neue. Und man liebt Extreme. Man manipuliert sie. Manche mögen es heiß, andere schnell, einige sicher. Viele nur komfortabel. Der Traum bleibt individuell. Und mit ihm das Auto der Träume. Was hältst du von diesem Auto? Sagenhaft, es erfüllt genau, was es erfüllen sollte. Citycar, schnell genug, Platz für 6-7 Personen, keine Parkprobleme mehr und in seiner Hässlichkeit fast schon wieder schön und praktisch. Ja, also wenn ich das Auto so im ersten Moment sehe, weiß ich nicht recht, was es soll. Also es sieht vielleicht etwas utopisch aus, etwas Fantastisches. Und wenn ich mich dann frage, warum man so etwas baut, komme ich eigentlich zu keiner Antwort. Die Farben? Die Farben der Unordnung faszinieren mich. Außergewöhnlich, so ein Ding gebaut zu haben. Und lustig außerdem. Sicher gibt es aerodynamische Probleme. Man sollte statt eines Würfels eine Kugel draus machen. Und ich finde, mit Neon ausleuchten. Ah, ich würde außerdem blaue Vorhänge mit Fransen rundherum aufhängen. Ich finde, dass es eine Ausstellungsvitrine für schöne Mädchen ist. Eine drollige Kiste. Oh, der sieht unheimlich dufte aus. Er lässt mich irgendwie an einen Sarg aus Glas denken, in dem ich aber gern drin begraben sein würde.
Und das ist Kaza Khan, der Erfinder des durchsichtigen Autos. Ich möchte, dass man sich über die Bedeutung dieses Autos klar wird. Es ist kein Rennwagen, auch kein Reisewagen, es ist ein Stadtauto. Und als solches ist es der absolut ideale Vorschlag für unsere heutigen Städte sowie die Siedlungskomplexe der Zukunft. Denn aus dieser Idee heraus ist es entstanden. Und man kann sich drin sehen lassen für 9.000 Mark.